das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Ingo Zamperoni und Konstantin Schreiber. Guten Abend, ich begrüße Sie zu den Tagesthemen. Und auch ich wünsche Ihnen einen wunderschönen guten Abend. Der Ball rollt also nun am Persischen Golf, aber ebenso weiterhin die Welle der Kontroverse bei dieser Fußball-WM in Katar. Und diesmal geht es um ein kleines Stück Stoff mit großer Botschaft, nämlich die Kapitänsbinde von Manuel Neuer. Der wollte sie beim Auftaktspiel der deutschen Mannschaft am Mittwoch gegen Japan mit der Aufschrift One Love tragen, als Zeichen für Menschenrechte und gegen jegliche Diskriminierung. Noch gestern hatte der Präsident des Deutschen Fußballbundes, Bernd Neuendorf, das bekräftigt. Und heute dann der Abpfiff. Die FIFA untersagt das mit Verweis auf die geltenden Regeln des Weltfußballverbands. Der DFB und andere europäische Verbände, deren Mannschaftskapitäne die Binde ebenfalls tragen wollten, zogen das Vorhaben zurück, weil offenbar sonst nicht nur Geldstrafen, sondern auch sportliche Strafen wie Punktabzug oder gelbe Karten gedroht hätten. Über diesen besonderen Machtkampf Philipp Sommer. Es geht um Muskeln und was darum gewickelt wird. Englands Kapitän Harry Kane verzichtet heute als erster auf die One Love Binde, weil die FIFA die Muskeln spielen lässt. Wir als Team wollten, dass Harry Kane die One Love Binde trägt. Harry wollte es. Es ist enttäuschend, dass wir es nicht durften. Er hätte wohl eine gelbe Karte dafür bekommen. Erklärungsbedarf beim DFB. Zusammen mit 6 weiteren Europäern hatte sich das deutsche Team zum Tragen der Binde bekannt. Doch die FIFA sieht jetzt darin eine nicht erlaubte politische Botschaft und drohte mit sportlichen Sanktionen. Welche genau ließ sie offen? Die FIFA hat heute eine Aussage für Diversität und Menschenrechte untersagt. Das sind Werte, zu denen sie sich in ihren eigenen Statuten verpflichtet. Das ist aus unserer Sicht mehr als frustrierend und auch ein beispielloser Vorgang in der WM-Geschichte, wie ich finde. Noch am Mittwoch beim Testspiel im Oman hatte Kapitän Manuel Neuer die One Love-Binde am Arm, geduldet von der FIFA. Am Wochenende aber eskalierte die Diskussion. FIFA-Präsident Gianni Infantino, genervt von der ständigen WM-Kritik, erforderte Einigkeit auch von den europäischen Verbänden, die sich von der FIFA klarere Bekenntnisse für Menschenrechte wünschen. Das Verbot der Binde heute am Tag des Turnierstarts für 3 teilnehmende Teams mit Ansage. Dann kommt am Spieltag kurzfristig, ganz bewusst gesetzt, muss man ja so einfach sagen, so eine Entscheidung, so eine Drucksituation. Wohl wissend, dass am Spieltag sowohl Spieler wie Trainer natürlich mit den Köpfen beim Spiel sind. Es schwer ist, auch innerhalb der Gruppe eine Entscheidung zu treffen. Und das ist echt traurig, dass das eben in der Art auch passiert ist. Im Netz Entrüstung über das Einknicken des DFB und jede Menge Spott. Wie mutig ein Team sein kann, zeigt heute der Iran. Die Spieler verweigern, die Nationalhymne zu singen, aufgrund der blutigen Niederschlagung der Proteste in ihrer Heimat. Den Spielern und deren Familien drohen harte Konsequenzen des Regimes. Wie hoch darf der Preis des Widerstands sein? Wollen wir die Mannschaft, wollen wir unseren Kapitän einem solchen Risiko aussetzen, dass wir sportlich sanktioniert werden? Und da war unsere Antwort mit den gesamten Verbänden, die teilnehmen. Aber wir haben ja auch Verbände, die sich jetzt dieser Aktion angeschlossen haben, die nicht beim Turnier vertreten sind, wie etwa Norwegen, dass wir da gesagt haben, das wollen wir, wie gesagt, nicht auf dem Rücken der Spieler austragen, diese ganze Debatte. Die FIFA macht derweil weiter mit Sanktionen. Belgien muss den Schriftzug Love, Liebe, von der Innenseite des Kragens seines Auswärtstrikots entfernen. Und darüber habe ich vor der Sendung mit dem ehemaligen Nationalspieler und jetzigen ARD-Experten Thomas Hitzlsperger gesprochen. Guten Abend, Herr Hitzlsperger. Guten Abend, Herr Zamperoni. Selbst eine kleine Armbinde ist offenbar zu viel Haltung. Wie bewerten Sie diese Entscheidung der FIFA? Es erinnert mich so an die Europameisterschaft von vor 2 Jahren. Da gab es auch eine große Diskussion über Regenbogen, über Vielfalt und gegen Diskriminierung. Nur damals, glaube ich, hat UEFA das versäumt. Diesmal, die FIFA hat es darauf angelegt, sie wollte diese Diskussion und sie wollte bewusst ein Zeichen setzen gegen die europäischen Verbände. Aber was ist das für ein Zeichen? Was lesen wir daraus aus diesem Zeichen? Der DFB-Präsident Bernd Neuendorf hat es heute gesagt, es ist eine Machtdemonstration, denn die europäischen Verbände haben vor einigen Monaten schon angekündigt, sie wollen diese Binde tragen. Und erst kurz vor Turnierstart hat die FIFA auch in Person von Fatma Samoura den Verbänden klargemacht, diese Binde werdet ihr nicht tragen, denn sonst gibt es sportliche Konsequenzen. Und das hat mich schon sehr, sehr irritiert.
Aber wenn es eine Machtdemonstration ist, nun ist der Deutsche Fußballbund ja nicht irgendein Bund, sondern der größte Landesverband der Welt und hat ein gewisses Gewicht auch. Hätte der dieses da nicht noch mehr in die Waagschale werfen müssen, statt da jetzt so schnell einzuknicken? Ich glaube, da unterschätzen wir die Macht. Natürlich ist der DFB der größte Verband unter den 211 Verbänden, die bei der FIFA zusammen sind. Aber eben, jeder Verband hat eine Stimme, wenn es um die Wahl des FIFA-Präsidenten geht. Und daher ist der Einfluss begrenzt. Bernd Neuendorf hat schon immer wieder auch versucht, in den letzten Wochen klar Kante zu zeigen. Er hat öffentlich auch gesagt, er wird die Kandidatur von Gianni Infantino nicht unterstützen. Aber es gibt noch 210 weitere Verbände und die Mehrheit ist für Gianni Infantino. Der DFB-Präsident versucht es, sagen Sie, aber die Botschaft, die trotz aller Bemühungen Kante zu zeigen jetzt rüberkommt, ist dann doch irgendwie eine gewisse Scheinheiligkeit. Nach dem Motto, sobald es ans Eingemachte geht, ist es dann mit dem Einstehen für Menschenrechte, auch etwa gegen Homophobie, selbst in dieser kleinen Form einer Kapitänsbinde nicht mehr so weit her. Ich glaube, das war jetzt ein Schritt zu weit für die Mannschaft. Sie waren auch immer sehr bemüht und haben in der Vergangenheit sich auch eingesetzt für die Einhaltung von Menschenrechten, für Diversität und vieles andere, was auch richtig ist. Sie selbst haben Trikots bemalt, auf denen Human Rights standen. Nur jetzt müssen sie abwägen, sportlich eine Disziplinarmaßnahme in Kauf nehmen oder einstehen für die Werte. Und alle Kapitäne, die daran beteiligt waren, haben sich scheinbar dafür ausgesprochen, sich gegen Sanktionen auszusprechen und sich auch beziehungsweise gegen Eintreten für Menschenrechte einzustehen. Und das ist sehr, sehr schade. Ich glaube, sie haben sehr viele Menschen, sehr viele Fußballfans zu Hause enttäuscht. Aber sie wollen sich auf Fußball konzentrieren. Das ist ihr Argument. Und damit müssen wir jetzt umgehen. Nur die Diskussion wird bleiben. Überfrachten wir vielleicht manche oder viele Spieler da nicht auch, wenn die sagen, wir gehen da zum Kicken hin und müssen jetzt hier nicht diese moralischen Probleme, die wir da haben, irgendwie auf unsere Schultern nehmen? Genauso wirkt es, dass wir sie jetzt überfrachtet haben. Nur, was sie auch verstehen müssen, dass sie in der Vergangenheit eben Selbstzeichen setzen wollten. Und deswegen haben sie die Erwartung gesteigert. Und jetzt sind wir an einem Punkt, wo sie diese Erwartung nicht mehr erfüllen können. Und daher diese Enttäuschung. Und es wird auch wieder Zeit dauern, bis sie wieder glaubwürdig für diese Werte einstehen können. Denn heute wurden sie auf eine Probe gestellt. Und man hat klar gemerkt, wie die Machtverhältnisse sind im Weltfußball. Und noch mal ganz klar, dort, wo die Rechnung bezahlt wird, wird auch bestimmt. Und meines Erachtens kommt der Druck aus dem Gastgeberland. Und das war heute unmissverständlich. Es gäbe aber dann auch noch die Möglichkeit, die Argumentation ja umzudrehen. Die FIFA hat halt klare Regeln. Sie sagt, die waren allen bekannt vorher und da gab es weit vorher jetzt auch keine Probleme damit. Demnach muss eine Kapitänsbinde eben auch von der FIFA gestellt sein und da stehen ja auch Botschaften gegen Diskriminierung drauf. Warum dann jetzt plötzlich diese Aufregung? Ich meine, so sind nun mal die Regeln und die gelten für welche Anliegen auch immer für alle. Nun, das letzte Testspiel gegen Oman wurde auch mit dieser Binde bestritten. Es war ein offizielles FIFA-Spiel. Da gab es keine Aufregung. Und deswegen ist es meine Überzeugung, dass die FIFA darauf angelegt hat. Sie selbst in den Statuten reden auch von Einhaltung von Menschenrechten. Diese Binde symbolisiert das Einstehen für Menschenrechte, gegen Diskriminierung, für Diversität. Alles positive Dinge. Es sind keine politischen Botschaften, sondern es geht hier um Menschenrechte. Und dass sie dann das verbieten, ergibt für mich keinen Sinn. Und dann kann man nur spekulieren, wie ich es gerade gesagt habe, dass der Druck von höherer Stelle kommt. Und das ist in diesem Fall der Ausrichter dieser Weltmeisterschaft, das Gastgeberland Katar. Nun gab es heute aber dennoch einen bemerkenswerten politischen Protest auch. Und zwar gegenüber dem Iran, der quasi auf dieser Weltbühne dies genutzt hat. Die Nationalspieler des Irans haben die iranische Hymne nicht gesungen. Und die riskieren jetzt viel mehr als nur einen Punktabzug zu Hause dadurch. Das ist richtig. Eine extrem mutige Entscheidung der Spieler, die Hymne nicht mitzusingen. Nur genau das, glaube ich, weiß auch Gianni Infantino, dass die unterschiedlichen Themen, die die Mannschaften mitbringen in dieses Turnier, dass man sie gegeneinander aufwiegen kann, dass plötzlich Vergleiche gezogen werden und so gerade bei den Europäern Stress entsteht. Gianni Infantino hat bei der letzten Pressekonferenz einen Tag vor der Weltmeisterschaft sehr deutlich sich gegen die Europäer gerichtet und das war ungewöhnlich. Er möchte dort Zwietracht säen. Es ist ihm gelungen. Und wenn wir jetzt immer wieder vergleichen, welche Mannschaft eine Aktion fährt und welche nicht, dann schafft es nur Stress und er erreicht sein Ziel. Am Ende geht es um seinen Machterhalt und das hat er bisher hervorragend gemeistert. Thomas Hitzelsberger, vielen Dank für das Gespräch. Sehr gerne. Zum Streit um die One Love Kapitänsbinde und die Bedeutung dahinter hat Andreas Bachmann vom Bayerischen Rundfunk folgende Meinung. Ich gestehe, ich habe nicht zu denjenigen gehört, die einen Boykott der WM in Katar gefordert haben
Und ich habe mir gestern auch das Eröffnungsspiel der Fußball-Weltmeisterschaft angeschaut. Und bisher habe ich auch die Spieler in Schutz genommen. Sie können nichts für die krasse Fehlentscheidung, dass diese WM in Katar stattfindet. Aber die heutige Entwicklung ändert für mich alles. Nennen Sie mich naiv, aber ich habe mir nicht vorstellen können, dass die FIFA die One Love-Binde wirklich verbietet, die ja ohne Regenbogenfarben sowieso nur ein weichgespülter Kompromiss ist. Es ist einfach nicht zu fassen. Aber noch weniger zu fassen ist die Reaktion des DFB. Die Erklärung von Nationalmannschaftsdirektor Bierhoff und DFB-Präsident Neuendorf zum One Love-Verbot ist einfach nur armselig. Es geht darum, bloß keine sportlichen Sanktionen zu riskieren. Aber warum eigentlich nicht? Soll die FIFA doch einen Spieler nach dem anderen verwarnen? Sollen sie doch unsere ganze Mannschaft vom Platz stellen? Was würden eigentlich die Sponsoren der WM sagen, wenn die FIFA Deutschland, England, Wales, Belgien, Dänemark, die Niederlande und die Schweiz aus dem Turnier wirft? Darauf sollten es die Fußballverbände jetzt ankommen lassen, statt sang- und klanglos vor der FIFA einzuknicken. Meiner Meinung nach ist jetzt auch die Mannschaft gefragt. Wir sind an einem Punkt angekommen, an dem die Spieler aufstehen müssen. Nehmt euch ein Beispiel an euren iranischen Kollegen, die heute mutig das Singen ihrer Nationalhymne verweigert haben. Sie haben so viel mehr zu befürchten als eine Geldstrafe oder eine gelbe Karte. Als Fußballfan sage ich deshalb ganz klar: Lieber mit One Love Binde einen Punktabzug riskieren und in der Gruppenphase rausfliegen, als ohne Weltmeister werden. Die Meinung von Andreas Bachmann. Corona, Klimawandel, Krieg in Europa, es sind nicht gerade leichte Zeiten, die wir in jüngster Vergangenheit erleben. Und eine besondere Belastung stellt dieser Krisen- und Katastrophenkanon offenbar für Jugendliche hierzulande dar, die auf die Frage, wie geht's denn so, vielfach wohl so antworten würden. Das zeigen zumindest die heute veröffentlichten neuesten Ergebnisse der Langzeitstudie Jugend in Deutschland, die seit 2020 regelmäßig die Gefühlslage abfragt. Und dieses Mal ist sogar eine für viele ziemlich neue Belastung hinzugekommen, berichtet Birgit Firnig. Ihr Job wird es bald sein, sich um andere Menschen zu kümmern. Hier in Mönchengladbach werden sie zu Pflegerinnen und Pflegern ausgebildet. Auch wenn sie sich um einen Job keine Sorgen machen müssen, so haben sie trotzdem Angst vor der Zukunft, wie viele ihrer Generation. Für 71% der Befragten der neuen Jugendstudie sind steigende Preise die größte Belastung. Ich habe ehrlich gesagt Angst, dass es noch teurer wird alles. Und gerade jetzt, wo ich noch in der Ausbildung bin, natürlich in 2 Jahren bin ich fertig, aber in der Zeit habe ich natürlich auch nicht so viel Geld. Und da muss man auch wirklich die Münzen dreimal drehen, wenn man in den Supermarkt geht und gucken, kaufe ich jetzt den Käse für 4 Euro? Oder lasse ich es lieber? Viele junge Menschen haben das Gefühl, im Dauerkrisenmodus zu leben. Auch hier in einer Gesamtschule in Köln empfinden das viele Schüler. 64% der befragten jungen Deutschen beschäftigt vor allem der Krieg in der Ukraine und die Dauerkrisen. Sie klagen über eine hohe psychische Belastung. Was mich so am meisten eigentlich gerade beschäftigt, ist so dieses, dass immer mehr kommt. Aber dann passieren halt einfach so verheerende Dinge, klar, Klimawandel sowieso, aber jetzt auch im Iran, Katar, das sind alles so Dinge, die mich einfach so sehr beschäftigen, so wütend machen. Ukraine, klar, total. Das ist, also ich komme da auch gar nicht mehr mit. Wir gehen auf Demos anstatt irgendwie in Diskos. Eigentlich darf man in der Jugend ausprobieren, Fehler machen, frei sein, dumme Sachen auch machen. Und dass unsere Generation total bedacht ist und reflektiert, wo ich nicht sage, das ist schlecht, aber in dem Ausmaß, das es angenommen hat, finde ich es problematisch. Diese Krisen tragen dazu bei, dass Jugendliche sich fühlen, als würden sie aus einem Tunnel gar nicht mehr herauskommen, erklärt einer der Studienautoren Simon Schnetzer. Bei vielen Jugendlichen mache sich ein Gefühl der Hilflosigkeit breit. Wenn hier nach einer Krise keine Ruhephase kommt und es kommt wirklich eine Krise auf die nächste, das zehrt an diesen Abwehrkräften. Und das ist, was diese Dauerbelastung so schwierig macht und im Extremfall eben auch zu diesen schwierigen Ergebnissen führt, wie Suizidgedanken und Hilflosigkeit. Eine dieser Dauerkrisen, der Klimawandel. Er beschäftigt 55% der Jugendlichen weiterhin stark. Meine Ängste liegen eher so, dass ich nicht weiß, ob es die Zukunft überhaupt gibt und nicht, was für einen Job ich kriege. So. Naja, seit Jahren wird darüber geredet, dass Klimakrise und wir müssen alle aufhören, irgendwie mehr Auto zu fahren. Irgendwie halt einfach CO2 zu sparen, aber irgendwie macht es niemand. Also ich fühle mich da schon hilflos, weil ich habe das Gefühl, ich kann nichts machen. Am Ende wünschen sie sich vor allem eines, dass sie mit ihren Ängsten und Sorgen wahrgenommen werden und ihre Stimmen mehr Gewicht bekommen in der Politik.
Wer angewiesen ist, die Agentur für Arbeit aufzusuchen, der muss nicht nur Abstriche machen, sondern gilt bei manchen schon als abgeschrieben. Dabei soll ja gerade das Jobcenter mithelfen, die Menschen aus der Arbeitslosigkeit herauszubekommen. Nun möchte die Ampelkoalition zum Jahreswechsel das Bürgergeld einführen, um Hartz IV abzulösen. Doch die Opposition stellt sich quer. Ausgerechnet die Union kämpft für die einst von Rot-Grün eingeführte Arbeitsmarktreform. Am Mittwoch soll der Vermittlungsausschuss einen Kompromiss finden. Aber wie denken diejenigen über die Debatte, die Hilfen beziehen oder im Jobcenter dafür zuständig sind, sie zu verteilen? Susanna Jalek hat in Wuppertal nachgefragt. Die Wuppertaler Tafel, eine der größten Tafeln Deutschlands. Bis zu 300 Menschen holen sich hier jeden Werktag frische Lebensmittel ab. Ein Großteil von ihnen bezieht Hilfe vom Staat. Und auch unter denen, die hier mitarbeiten, sind viele, die Hartz IV bekommen, so wie Jackie, die gerade Kisten stapelt und früher Lageristin war. Sie ist durch eine Krankheit in Hartz IV gerutscht. Also, mir fällt die Decke auf den Kopf zu Hause. Also, ich muss irgendwann wieder was tun. Also, ich kann nicht auf der Couch sitzen bleiben. Das geplante Bürgergeld, es betrifft sie ganz direkt. Dass die Regelsätze erhöht werden sollen, findet sie gut. Andere Punkte aber stören Jackie, zum Beispiel das hohe Schonvermögen. Sie findet es ungerecht. Wenn man ein Haus hat oder sowas, ein Auto oder so, das sollte man schon mitnehmen dürfen, finde ich richtig. Aber dann noch 60.000 Euro, das ist gemein gegenüber den anderen, auch den arbeitenden Leuten. Also. Die alte Industriestadt Wuppertal. Jeder siebte Einwohner hier bezieht Hartz IV. Darunter sind viele Geflüchtete aus Syrien, aus der Ukraine. Thomas Lenz leitet das Jobcenter in Wuppertal. Er findet viel Gutes am geplanten Bürgergeld, dass das SGB II, also Hartz IV, ablösen soll. Zum einen stehe nicht mehr die schnelle Vermittlung in Arbeit an erster Stelle, sondern die Weiterbildung und die Integration von Arbeitslosen in die Gesellschaft. Denn viele von ihnen kämen mit Problemen. 60% der Menschen im SGB II haben psychisch-gesundheitliche Einschränkungen, teilweise sehr massiv. Die ganze Palette an psychosozialen Problemlagen, die man findet. Also auch das ist so ein Hauptthema in den Jobcentern. Und bevor es in die Vermittlung in Arbeit oder Ausbildung gibt, werden natürlich diese Probleme zunächst mal versucht zu lösen. Fehlender Schulabschluss, Drogensucht, Kriegstrauma. Kein Fall sei mit dem anderen vergleichbar. Laut Thomas Lenz würden die allermeisten Jobcenter-Kunden im Rahmen ihrer Möglichkeiten mitarbeiten. Nur 1% werde in Wuppertal sanktioniert. Und doch, ganz ohne Druck gehe es nicht. Wir stellen in den letzten Wochen und Monaten schon fest, dass aufgrund der Diskussion Bürgergeld, ihr müsst eigentlich nichts mehr tun, wir zunehmend Schwierigkeiten haben, an die Menschen ranzukommen. Und das betrifft insbesondere junge Leute, die über Corona schon sehr, sehr viel an Nähe verloren haben. Das ist wirklich teilweise verheerend. Ein Gesetz zu schaffen, das allen, die Leistungen vom Staat beziehen, gerecht wird, keine einfache Aufgabe, finden sie in Wuppertal. Eines aber kommt ihnen allen in der Diskussion zu kurz, wie wichtig es für die allermeisten ist, eine Beschäftigung zu haben und wertvoll zu sein. Jackie formuliert es so. Also man möchte nicht nichts sein. Also man will ja was machen. Nicht nichts sein. Jackie hofft, dass sie irgendwann wieder Fuß fassen wird auf dem ersten Arbeitsmarkt. Bis dahin will sie hier arbeiten, bei der Tafel. Blicken wir nach Pakistan, auf eine Katastrophe, die kurz unsere Schlagzeilen bestimmte, dann aber recht schnell in Vergessenheit geriet und bei der sich zeigte, welche Auswirkungen der Klimawandel haben kann. Als wochenlang die Monsunregenfälle so ungewöhnlich stark waren, dass mehr als 1500 Menschen starben und viele nur das Allernötigste retten konnten. Ende August stand etwa ein Drittel des Landes unter Wasser. Ein Land, das gut zweimal so groß ist wie Deutschland. Und wo zahlreiche Einwohner aus dem Swat-Tal im Norden nur langsam so etwas wie leise Hoffnung auf bessere Zeiten haben, wie Sibylle Licht aus Kallam berichtet. Der 17-jährige Saif Ullah muss warten, wie alle hier. Sie sind angewiesen auf die Spenden des Welternährungsprogramms. Auch die Familie von Saif Ullah hat durch die schweren Monsunfluten im Sommer fast alles verloren. Jetzt kommt er hierher, um Lebensmittel abzuholen. Die Flut hat einen Teil von unserem Ackerland weggespült. Unser Haus wurde nahezu zerstört. Die Wände sind beschädigt und drohen einzustürzen. Wir können es nicht mehr bewohnen.
Öl zum Kochen, Linsen, Salz und 2 Sack Mehl. Damit kommt die Familie gerade einen halben Monat über die Runden. Saif Ullah ist als Ältester für seine Mutter und 7 Geschwister verantwortlich. Sein Vater ist vor 3 Jahren gestorben. Das Kalamtal am Swat-Fluss im Norden Pakistans erlebte im Sommer ungewöhnlich schwere Monsunregenfälle, so wie mehrere andere Regionen des Landes. 33 Millionen Menschen waren insgesamt betroffen, 1.500 starben. Die Wassermassen des durch den Regen stark angeschwollenen Swat-Flusses zerstörten Häuser, rissen Verbindungsstraßen und mehrere Brücken weg. Seitdem kämpft Saif Ullah mit seiner Familie ums Überleben. Für den Wiederaufbau des Hauses fehlt das Geld. Hierher können sie nicht zurück. Und in der Hochgebirgsregion am Hindukusch ist es bereits Winter. Wir haben nach den Überschwemmungen fast 45 Tage in einem Zelt gelebt. Aber es ist kälter geworden. Die Temperaturen sinken jetzt nachts bis auf minus 10 Grad ab. Da ist es schwierig, in einem Zelt zu überleben. Er ist mit seinen Geschwistern bei Verwandten untergekommen. Es sind so viele Menschen, die fast alles verloren haben, dass das UN-Welternährungsprogramm auswählen muss, wer Hilfe bekommt. Nur ein Teil der zugesagten Spenden für die UN-Organisation sei bisher angekommen. Ich bin in den Dörfern unterwegs, wo die Menschen leben, die die Lebensmittel bekommen. Ich vergewissere mich dort, dass die Lebensmittel auch wirklich bei ihnen ankommen. Ich will wissen, wie groß die Zerstörung ihrer Häuser ist und mit welchen anderen Problemen sie noch zu kämpfen haben. Pakistan gehört zu den Ländern, die besonders vom Klimawandel bedroht sind, obwohl das Land weltweit mit am wenigsten Treibhausgase produziert. Die Familie von Saif Ullah möchte in das Flusstal zurückkehren, obwohl es in Zukunft neue schwere Monsunregenfälle geben könnte. Und wenn Sie helfen wollen, die Not der Flutopfer in Pakistan zu lindern, dann können Sie spenden unter Stichwort ARD Flut Südasien. Spendenkonto DE 53 200 400 600 200 400 600 oder unter www.spendenkonto-nothilfe.de. Und jetzt weitere Nachrichten mit dir, Konstantin. Ja, und die beginnen mit dem voraussichtlichen Aus der einrichtungsbezogenen Impfpflicht. Nach Informationen des ARD-Hauptstadtstudios soll die Corona-Impfpflicht für Personal im Gesundheitswesen Ende des Jahres auslaufen. Die Regelung war im März zum Schutz besonders gefährdeter Gruppen eingeführt worden. Diese Grundlage ist laut dem Bundesgesundheitsministerium jedoch nicht mehr gegeben, weil sich auch geimpfte oder genesene Menschen mit der neuen Corona-Variante BQ.1.1 infizierten. Die Erzeugerpreise sind im Oktober deutlich zurückgegangen. Im Jahresvergleich lagen sie zwar um 34,5% höher, im Vergleich zum Vormonat sanken die Produzentenpreise aber um 4,2%, so das Statistische Bundesamt. Mehr dazu von Anja Kohl in der Frankfurter Börse. Der überraschend starke Rückgang der Erzeugerpreise erklärt sich dadurch, dass Großkunden für Strom und Erdgas zuletzt deutlich weniger bezahlen mussten. Erzeugerpreise sind die Startpreise für Produkte, wenn sie die Fabrik verlassen. Insofern sind sie ein Vorläufer für die künftige Entwicklung der Lebenshaltungskosten. Allerdings versuchen die Unternehmen nach wie vor, ihre höheren Kosten an die Verbraucher weiterzureichen. Bis diese tatsächlich eine Entlastung im Portemonnaie spüren werden, dürfte noch etwas dauern. Auch weil noch offen ist, wann genau die geplante Gas- und Strompreisbremse eingeführt wird, die ebenfalls entlastend wirken soll. Ein Hoffnungsschimmer ist der Rückgang der Erzeugerpreise, mehr aber auch nicht. Bei einem Erdbeben in Indonesien sind mehr als 160 Menschen ums Leben gekommen. Hunderte weitere wurden verletzt. Das Epizentrum des Bebens der Stärke 5,6 lag im Westen der Insel Java. Dort stürzten zahlreiche Gebäude ein oder wurden stark beschädigt. Die Erschütterungen waren bis in die Hauptstadt Jakarta zu spüren. Bei der Fußball-Weltmeisterschaft haben die Niederlande ihr Auftaktspiel in der Gruppe A gegen Senegal mit 2:0 gewonnen. In der Gruppe B besiegte England den Iran mit 6:2. Und vor wenigen Minuten ging das Spiel zwischen den USA und Wales mit einem 1:1 unentschieden zu Ende.
Tim Weah ist der erste Torschütze gegen Wales, geboren in New York. Sein Vater George, einst Weltfußballer, seit 2017 Staatspräsident von Liberia. Pulisic, 36. Minute auf Weah und der bei seiner ersten Weltmeisterschaft sofort erfolgreich. Vater George qualifizierte sich dafür mit Liberia nie. Pulisic mit perfektem Steckpass, Hennessy im Tor ohne Chance. In der 82. Minute wird Bale im Strafraum durch Zimmerman gefoult. Den fälligen Elfmeter verwandelt Bale zum 1:1 Endstand höchstpersönlich. Bale, der bei Los Angeles FC spielt, sorgt für Ekstase bei den Walisern, die seit 1958 erstmals wieder bei einer WM dabei sind. Öffentliche Bibliotheken sammeln und bewahren Geschichten und Geschichte, damit sich alle, die es wollen, dort Information und Inspiration holen können. Die Säle sind oft viel mehr als bloße Ausleihstationen. Sie sind auch Orte des Meinungsaustauschs, der Diskussion. Und nicht nur deshalb ist es ein Angriff auf die Meinungsfreiheit, wenn Bücher in Bibliotheken mutwillig zerstört werden. Offenbar aus ideologischen Gründen. So geschehen in Berlin, wo Bücher sowohl über rechte Tendenzen der Gesellschaft als auch über linke Politik beschädigt wurden. Jacqueline Pivon ist dem mal nachgegangen und berichtet in ihrer Mittendrin-Reportage aus der betroffenen Berliner Bücherei und über den dortigen Umgang mit den Attacken. Die Bibliothek als Ort der Ruhe und des Stöberns. Doch der Vorfall in der Zentralbibliothek Tempelhof-Schöneberg vor einem Jahr habe eine Grenze überschritten, sagt Leiter Buriano Ricum. Für ihn ist eine klare, politisch motivierte Handschrift erkennbar. Dann wurde ja eben deutlich, dass das alles Bücher sind, die sich entweder kritisch mit rechten Bewegungen, Rechtsextremismus, Faschismus auseinandersetzen oder mit Biografien von linken Persönlichkeiten. Und dann, wenn man das dann feststellt, dann ist man erstmal empört. In dieser Vitrine stehen gleich mehrere zerrissene Bücher. Für ihn war klar, dieser Vorfall muss an die Öffentlichkeit. Ja, wir können ja mal das Buch hier rausnehmen und dann kann man sehen, also die Seiten liegen jetzt davor und hier kann man halt sehen, da hat jemand mutwillig die Bücher rausgerissen, um das Buch so unlesbar zu machen. Wir vermuten, dass da jemand, die am Regal langgelaufen ist, die Titel gelesen hat, festgestellt, okay, das ist irgendwie ein kritisches Buch, rausgenommen. Mutmaßlich sich irgendwo hier im Gebäude in eine ruhige Ecke zurückgezogen und dann da einfach wahllos das Buch zerstört. Die Empörung darüber haben sie in Berlin genutzt und die Veranstaltungsreihe Starke Seiten ins Leben gerufen. An diesem Abend lesen die Autoren Sören Musial und Patrick Stegemann aus ihrem Buch Die rechte Mobilmachung. Es ist die alte Geschichte vom Untergang des Abendlandes, die rechte Bewegungen seit Jahrzehnten erzählen. Auch wenn die Zerstörung in Berlin-Tempelhof mutmaßlich rechtsextrem motiviert war, laut dem Deutschen Bibliotheksverband geraten Bibliotheken auch aus anderen politisch-gesellschaftlichen Richtungen in die Kritik. So zum Beispiel in der Debatte um Bücher, deren Sprache nicht mehr zeitgemäß sei. Zum Beispiel eine Neuauflage der Winnetou-Geschichte, der die Verbreitung rassistischer Klischees vorgeworfen wurde. Auch umstrittene Autoren, wie beispielsweise der islamkritische Thilo Sarrazin, sind Teil der Debatte. In der demokratischen Öffentlichkeit kann jeder seine Meinung äußern. Es ist dann aber immer schwierig, wenn man versucht, die Öffentlichkeit zu beeinflussen, indem man Wissen der Öffentlichkeit entziehen will. Das sehe ich ganz klar als ein Problem. Auch vielen Besuchern der Lesung geht es vor allem um die gesellschaftliche Debatte. Die kommt immer darauf an, was man hinterher daraus macht. Das Lesen als solche finde ich ja nicht verkehrt, aber es kommt ja darauf an, welche Schlüsse man daraus zieht. Es ist ein großer Unterschied für mich, ob man in einem Gespräch oder in einer Diskussion oder in einem Streit sich auseinandersetzt und versucht, seine Position jetzt erstmal klarzumachen und vielleicht auch Recht zu behalten am Ende, weil man vielleicht selber überzeugt ist von seiner Idee. Aber ich denke, das ist ein Unterschied, ob dann eben Bücher zerstört werden. Die Symbolkraft der Bücherzerstörung hat in Berlin auch dazu geführt, dass Künstlerinnen und Künstler das Thema aufgegriffen und in den Blick genommen haben. Auch den Autoren der betroffenen Werke eine Bühne zu bieten, ist Teil der Aufarbeitung. Dass die Bibliothek sich damit auseinandersetzt, ist vor allem eine total positive Botschaft an die Zivilgesellschaft hier im Bezirk und in der Stadt zu zeigen, dass die Zerstörung eine viel größere Gegenreaktion der demokratischen Öffentlichkeit hervorruft. Und das ist das eigentlich Wichtige. Die Mitarbeiter der Bibliothek haben die Beschädigung der Bücher schon vor einem Jahr zur Anzeige gebracht. Die Ermittlungen dauern bis heute an.
Sie schrieb nur einen einzigen Roman, doch der zählt zu den Klassikern der englischen Literatur. In Wuthering Heights, Sturmhöhe, schildert Emily Bronte eine nicht standesgemäße Beziehung und eine unerfüllte Liebe, die ein tragisches Ende nimmt. Die Schriftstellerin, eines der insgesamt 4 literarisch aktiven Bronte-Geschwister, galt als eine Außenseiterin, für die die Natur der Raum zum Fantasieren war. Und die wuchtige Worte fand in einer Zeit, in der im viktorianischen England des 19. Jahrhunderts Frauen wenig sagen durften. Weshalb sie und ihre Schwestern ihre Werke unter männlichen Pseudonymen veröffentlichten. Der Film Emily ist sowohl Fiktion als auch wahres Leben, wie Klaus Lesche zeigt. Sie wirkt mit der Landschaft Yorkshires wie verwachsen. Bäume, Farne, das Moos an den Mauern, all das liebt Emily Bronte. Im Pfarrhaus ihres Vaters ist sie aufgewachsen. Ihr einst enges Verhältnis zu den beiden Schwestern hat sich abgekühlt. Emily will nicht freundlich und fügsam sein. Ihr Vertrauter ist jetzt der Bruder Branwell. Mit ihm zieht sie gern auf windumtoste Hügel. Die Gedanken sind frei! Die Gedanken sind frei! Die Gedanken sind frei! Das ist auch das Credo dieses Films, einer intelligenten Fantasie über das Leben Emily Brontes. Fakten sind hier eher Spielmaterial. Diese Emily schluckt Opium, damals nicht ungewöhnlich, und gibt ziemlich stoned einen nicht ganz perfekten Kuchen im Pfarrhaus ab. Ich weiß nicht, ob er gut ist. Diese junge Frau sprengt den engen Rahmen, den ihr das Dorf und die Familie stecken. Mit Branwell beobachtet sie nachts heimlich Nachbarn. Was glaubst du, denken sie? Der Sohn denkt, der Pudding war köstlich. Und er denkt, was für ein gut aussehender Kerl ich bin. Ich bin sicher, die Köchin will was von mir. Alles, was sie wahrnimmt, wird Emily zum Rohstoff für Geschichten und Fantasien. Der Landregen, die Geschwister, die Nachbarn und nicht zuletzt der neue Dorfvikar, der so poetisch predigen kann. Erst ist Emily skeptisch. Jeder Mensch kann sprechen. Mich interessiert, was er so tut. Was tut? Spricht eine von Ihnen vielleicht meine Sprache? Ja, ich. Bald aber entflammt Emily für den Vikar. Im Film wird sie seine Geliebte. Eine Liebe, die scheitert, weil der Mann vor Emilys bedingungsloser Leidenschaft zurückschreckt. Diese Affäre verarbeitet sie später in ihrem einzigen Roman Sturmhöhe. 1847 erscheint er kurz vor ihrem frühen Tod mit nur 30 Jahren. Was willst du machen? Ich könnte Schriftstellerin werden. Ich habe so viele Geschichten. War es so? Vermutlich nicht. Ihre erotische Leidenschaft loderte wohl nur im Roman. So feiert Emily seine Hauptfigur als die Rebellin, die sie gern gewesen wäre. Die Freiheiten, die sich der Film mit ihrer Biografie nimmt, wären ganz im Sinne Emily Brontes gewesen. Auch ihr diente die trockene bis triste Wirklichkeit vor allem als Sprungbrett für die Höhenflüge ihrer Fantasie, für das, was hätte sein können. Alles wird gut, Liebes. Der Film Emily läuft ab Donnerstag in den Kinos. Und damit zu dem Mann, der in die Zukunft blickt. Carsten, wie wird das Wetter? Das Wetter wird nicht so einfach in den nächsten Stunden, denn wenn wir in die Zukunft schauen, müssen wir uns zunächst die Temperaturen anschauen, die wir vor allem im Norden und im Osten Deutschlands haben. In den blau markierten Bereichen gibt es aktuell, das sind wirklich die aktuellen Temperaturen jetzt von 22 Uhr, gibt es Frost. Und nicht nur so 0, minus 1 Grad, sondern zum Teil bis zu minus 5 Grad an der Wetterstation Berlin-Eiskeller. Minus 4 sind es in Bad Musgau in Gentin oder in Seesen am Harz. In Osterholz-Scharmbeck nördlich von Bremen sind es minus 3 Grad. Warum diese Temperaturen wichtig sind, weil wir ein Regengebiet haben. Regen, der gerade aktuell, das sind die Regenradarbilder, aus Westen in Richtung Nordosten unterwegs ist. Und wenn in der zweiten Nachthälfte hier dieser Niederschlag ankommt, es wird dann zwar langsam etwas milder, aber anfangs fällt dann zum Teil Schnee, Schneeregen. Auf jeden Fall besteht Glättegefahr. Deshalb dieses Zeichen. Im Verlauf des Tages wird dieser Niederschlag hier schwächer. In Schleswig-Holstein kann es noch am Vormittag letzte Flocken geben und tagsüber immer wieder am Alpenrand. Am Nachmittag kommt dann noch Regen im Westen und im Nordwesten an. Die Temperaturen liegen am Ende der Nacht, morgen früh, dann nur noch im äußersten Nordosten. In einem frostigen Bereich in der Uckermark bis zu minus 6 Grad, im Gegensatz zu den plus 7 Grad im Breisgau. Tagsüber im Nordosten 0 Grad, dort ist es immer noch kalt, im Südwesten hingegen bis zu 11 Grad. Die kältere Luft im Osten und Nordosten verschwindet in den nächsten Tagen aber auch. Und so wird es überall wärmer, es geht wechselhaft weiter. Mittwoch im Westen neuer Regen, am Donnerstag zieht dieser im Osten ab. Und die Temperaturen dann ziemlich mild mit 8 bis 13 Grad.
Ja, wird es ja fast schon wieder Frühlingstag. Vielen Dank, Carsten, für diese zunächst erstmal frostigen Aussichten. Und das waren die Tagesthemen. Hier im Ersten geht es jetzt weiter mit der Story im Ersten. Und zwar mit dem Thema Sterbehilfe, die in Deutschland ja gesetzlich neu geregelt werden muss. Wir sind dann morgen Abend wieder da. Und dann bereits um 21.45 Uhr. Tschüss. Und bleiben Sie zuversichtlich.